So, jetzt wollen wir mal die Wahrheit wissen. Da ist ein Eichhörnchen. Ja, das ist da irgendwo in der Dachrinne. Geht das rein? Da ist es schon. Jetzt wird spannend. Richtig spannend. Oh Gott, ich kann nicht halten hier. Sehr angespannt. Okay, da ist das Fenster offen. Geht zurück. Ist ja nett. Küchentür ist zu, das weiß ich. Wenn der da lang kann, dann kann meine Katze da auch lang. Aha. Na toll. Sehr spannend hier. Hier das Eichhörnchen. Ne? Auf der anderen Seite. Einmal in den Himmel rein. Rüber. Ja, schwer zu erkennen. Da. Finger hinzeigen. Sieht man. Es geht hoch. Ein Murmeltier. Wildlife in Kanada. Ja. Also leider nicht stärker zoombar im Moment. Das Eichhörnchen jedoch, das wandert dann noch weiter. Scheint es ja angenehmer zu finden, auf diesem Dach da, auf diesem Holz rumzulaufen, ne? Auch sehr spannend. Ich weiß gar nicht, ob da noch Nüsse liegen. Aber ich glaube, die Küchentür ist zu. So viel dazu. Kurzer Ausflug des Eichhörnchens. Das Eichhörnchen ist übrigens jetzt inzwischen da oben auf dem Dach angekommen. Kann man erkennen? Ne. Also übrigens, upsala, kein Eingang zum Fenster. Also, während das Eichhörnchen da jetzt ja irgendwo rumrennt, man weiß ja nicht, also so gern hätte ich es eigentlich auch nicht im Haus, ne? Liegt mein Kätzchen hier übrigens auf der Decke. Fleck. Hey, Kätzelein. Ja. Ja. Also, so viel dazu. So viel also zum Thema Wildlife in Kanada. Ist nicht sichtbar. Gucken wir mal eben zur anderen Seite. Ne. Da hinten war das mit dem Murmeltier, Groundhog. Ach, da sitzt er. Hier. Kann man nicht gut erkennen. Aber direkt da. An dieser blauen Mülltonne, da, über meinem Finger, ist tatsächlich erkennbar. Bin auch nur schwer erkennbar. Also das scheint wahrscheinlich da in der Ecke zu leben. Ist sehr interessant. Habe ich heute zum ersten Mal gesehen. Ja, also abends um, ich glaube so ungefähr 7 Uhr, 7.30 Uhr ist ja hier schon mal wirklich einiges los. Muss man mal wirklich so sagen. Gut. Das ist wieder Eichhörnchen-TV da oben in der Mitte des Bildes. Also wo das jetzt da schon wieder herkommt, ne? Also ich meine, das könnte da durchaus, jetzt rennt hier irgendwo runter. Wie läuft es denn runter? Ist ja auch sehr spannend. Geht das die Treppe runter dahinter? Oder geht er gar nicht runter? Nicht sichtbar. So, da das Kätzchen aber hier schon wieder so jetzt mal wach ist und guckt so neugierig, ist die nächste Frage, ob es jetzt vielleicht sogar doch schon unten ist. Denn ich habe da vorne, bin ich aber nicht ganz sicher, gerade eine Bewegung gesehen. Da ist es, yippie. So, jetzt wird es wieder interessant. Denn das kleine Kätzchen hier vorne, ist hier im gesunden Zustand, legt sich hin und pennt. Ist ja auch sehr untypisch. Kenne ich ja gar nicht. Ja, so weit ist es jetzt auch nicht weg.
Kommt auch schön näher. Sehr spannend, was es jetzt hier vorhat. Dann kommt der wunderbar nah. So, da habe ich meine Wasserflaschen deponiert. Gucken, was damit passiert. Wasserflaschen dürfte es ja noch nicht so kennen in dieser Form. Schon interessant, das mal so zu beobachten, finde ich. Also interessant, vor allem hier die Eichhörnchen, die haben so einen kräftigeren Puschelschwanz als die, die wir so in Deutschland haben. Ist wahrscheinlich jetzt gerade auf Nusssuche übrigens. Ich schmeiß auch immer wieder mal so Nüsse hier runter. Und das Eichhörnchen hat übrigens Junge. Und ich weiß gar nicht genau, 3 oder so. Wohnen hier so im Baum, ist ganz interessant zu sehen. Ja, und während Snowflake sonst oft so ganz alarmiert da hinterher rennt, liegt die jetzt hier. Zumindest liegt sie jetzt hier, ne? Die ist zwar wachsam, aber auch nicht so übermäßig. Ja, hat wahrscheinlich schon inzwischen gelernt, dass Eichhörnchen nicht so gut zu greifen sind. So, dafür gibt's was anderes von der Murmeltierfront. So, das Murmeltier ist nämlich da hinten an der Treppe. Leider nicht besser ranzoombar. Das ist auch eigentlich fast nur immer auf dieser Treppe. Also jetzt heute habe ich es halt wie gesagt nur gesehen. Also sitzt sie dann auf der Treppe. Läuft da vielleicht mal so einen halben Meter vor. Und das war es dann auch schon wieder. Also Murmeltier ist ein neues Beobachtungsfeld hier. Sehr spannend. Na gut, da sich da jetzt auch im Moment nichts tut, werde ich jetzt mal, glaube ich, diese Kamera einfach mal ausmachen. Das ist nämlich auch recht anstrengend, die zu halten, würde ich zugeben. Oh, doch noch, Eichhörnchenfront. Eichhörnchen, jetzt kam da natürlich jemand. Ist hier gerade, oder irgendwo. Jo, dass Snowflake sich also jetzt hier gemütlich putzte, bis ich angefangen habe, sie zu filmen. Ich weiß nicht, ob da gerade jemand kommt oder irgendwas, egal. Auf jeden Fall machen wir jetzt mal Schluss mit diesem Video. Und naja, wie immer, für alle, die mehr Videos aus Kanada sehen wollen oder wenn ich jetzt demnächst in Deutschland und in Polen bin, Kanal abonnieren und immer mitbekommen, wenn ich ein neues Video poste. Ach so, dazu übrigens die Glocke neben dem Abonnieren-Button auf jeden Fall anklingen lassen. Also einmal draufklicken. Und dann bis zum nächsten Mal.